Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Road to Pro, wieder mit dem Dennis. Moin Sie zusammen und hallo. Ja, ihr seht, oder beziehungsweise heute ist die 7. Folge SG dran. Das letzte Mal, und ihr seht, ich habe auch keine Facecam an, denn es ist bei mir abends und wenn ich das Licht anmache, dann alles voll mit Mücken. Und deswegen habe ich es ausgelassen, deswegen auch die Facecam nicht an. Und ja, ich wollte nur noch sagen, wir haben eben gerade schon aufgenommen, haben erstmal voll vergessen, die Begrüßung zu machen. Und außerdem haben wir jetzt zweimal aufgenommen, haben wir zweimal die gleiche Map bekommen. Und zwar, wie immer, Isla de Rosa, diese große Map mit diesem ganz vielen Wasser. Und deswegen haben wir gesagt, so, ich habe gesagt, yo, wir fangen mal von vorne an. Ich habe keinen Bock auf diese beschissene Map, ey. Das ist so zum Kotzen. Jedes Mal, wenn wir Road to Pro spielen, haben wir diese Kack-Map. So, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Bis gleich. Yo! So, Leute, wir sind in der Runde. Und ab geht's. So, ab in die Mitte hier. Loot. Ich hab was Schönes. Und du? So, komm her. Komm hier raus. Warte, aber check. So, komm mit. Ich komm mit, warte. Hier sind Kisten. Oh, Kiste. Ja, du bist immer zu langsam. Loot. Komm her jetzt. Ich bin da. Jetzt bin ich so. Nick. So, ich hab mich jetzt mal genickt. Mach das. So, einmal. Weil, ich meine, obwohl ich ganz. Lass mal hier kurz rein, bitte. Ich will mal ganz kurz. Oh, scheiße, hier bin ich ja gar nicht safe. Warte kurz. Ich stell mich kurz hier in die Ecke und jetzt gucke ich mal ganz kurz an, was ich hier habe. Natürlich, nur eine Lederrüstung, aber egal, besser als gar. Ich hab mal Leder, guck mal hier, Lederhose, komm her. Ich hab alles. Besser auf jeden Fall als gar nichts. So, warte mal, ich hab jetzt hier. Okay. So. 86 Blöcke entfernt ist der nächste. Warte, ich will mal kurz hier hochgucken. Jetzt müssen wir mal gucken, Leute. Wie gesagt. Warte mal. Jetzt gar nichts. Ich kann hier hoch. Ich hab hier kein O. Aber O ist schon zu Ende. Oh, nee, okay. Komm, wir halten uns hier zu lange auf. Wir gehen jetzt hier runter. Mal. So. Einmal raus. Warte. Ich bin da. Alter. Okay, ich hab ein Schwert. Nice. Oh, warte. Du lauf nicht immer weg. Wir müssen beisammen sein. Wir sind. Ich bin zwar jetzt nicht der Obernoob in PvP. Ne? Aber ich meine, SG ist wirklich so ein Spiel, da bin ich zu langsam noch für. Ne, ich hab heute mal so spaßeshalber mal MW3 gespielt. Jeder gegen jeden, also mit Lyus und Xayah, sie waren zu dritt. Ich war andauernd Dritter. Ich habe zwar ab und zu mal Hits verteilt, also Kills, aber Sirens zu killen ist übelst hart, Alter. Der sitzt da und ohne Witz, der rennt um. Der zielt schon, während er um die Mauer rennt. Pum! Weil er es hört, Alter. Der hört, er hat das. Der ist da so gut schon drin, der hört das einfach. Mal, safe mal ganz kurz, der spielt auf Sound. Kurz helfen. Brauchst du. Hier, komm her. Ich bin hier oben. Komm her. Nein! So, warte hier, komm. Einmal da. Ja, und gib mir natürlich den ganzen Müll, den ich nicht brauche. So, haben wir. Moment, bitte. Ich werfe hier gerade noch ein paar Sachen weg. Oh, hier, warte, ich habe einen Heiltrank. Willst du den nicht haben? Den habe ich dir gegeben. Warte, nicht einsammeln! Egal, was weg ist, ist weg. Hier, dein Heiltrank, bitteschön. Auch nicht. Natürlich, wenn du mitten im Kampf bist und kurz wegrennst, kannst du den trinken, dann hast du wieder ein paar Herzen mehr. Ich hab den getrunken, aber ich bin tot. Da vorne ist einer. Ja, komm drauf, hier, Dschihad. Ach, Ulti, hi. Killen? Ja, natürlich. Pass auf das TNT auf. Nice, der ist tot. Warte, ich trinke kurz, weil ich. Ja, muss ich auch. Bei SG kommt immer ganz schnell mal ein neuer. Aber ich meine, gut, so voll ist die Runde nicht. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gut, ich bin hinten. Pass auf, kommst du? Warte kurz. Drei. Ich wollte die Hose anziehen und nicht auswerfen. Auswerfen? Ausziehen meinst du? Nein. Also, so. Nein, hier lass mich hier gerade aus. Warte, ich guck gerade ganz hier rein. Okay, hier sind nochmal Pfeile, hier sind wir nochmal Erfahrungsfläschchen. Okay. Hau rein hier, lass es hier vorne. Oh, Deathmatch startet in 30 Sekunden. Kistenlooten noch. Du. Ich bin auch eine Kiste. Oh Mann, Leute, ne? Das ist jetzt echt eine Sache hier. Oh, warte, hier ist auch eine Kiste.
Okay, hier haben wir jetzt nicht unbedingt den guten Shit drin. Oh, ich hab einen Steinschwert, sehe ich gerade. Nice. Das ist gar nicht gut. Ich hab nichts mehr zu fressen, doch Melone habe ich noch. Warte kurz reinziehen. Melone. So, ich gucke jetzt auch ganz kurz. So, den Helm hier anziehen. Ist gar nicht gut. Wir haben nur noch Enno. Okay, wir dürfen ja im Deathmatch-Team, ne? Aber ich mische mich da erstmal nicht ein. Außer so, nicht. Pass auf, wenn du nicht mehr genug Herzen hast, renn weg, dann gehe ich zwischen. Ich bin tot. Als Angelwichser. Sorry für den Ausdruck, aber ist aber so. Ohne Angel können die Killies nix. Oh, obwohl Enno noch vom Creeper erwischt wurde, hat er mich noch gezogen. Aber ich habe irgendwie auch in netter Zeit, ich weiß nicht. So, da sind wir in der nächsten Runde und jetzt Futuristic City und ja, oh, ich hab's noch geschafft, ich bin rübergekommen. Oh Mann, Alter. Alter. Ich hab natürlich nichts bekommen. Ich weiß nicht, was bei mir los ist, ich bin generell, ne? Dennis, hier runterspringen. Geh hier runter. Ins Wasser. Und putz. Okay, nichts. Bin ich? Ja gut, weil, wie gesagt, okay. Gut, wir hätten noch am Stein springen können, aber Vorsicht ist lieber, ist besser. Hier lang, wo bist du? Hier vorne. Komm her. Komm, wir haben schon Schwerter. Schnell weg. Du musst mal ein bisschen sprinten, du gehst immer nur in Minecraft. Das ist ja. Das ist einfach der Scheiß, ganz einfach. So, wir brauchen Kisten, die haben schon Schwerter mit uns, habe ich schon gesehen. Was Kistenmäßiges brauchen wir auf jeden Fall, weil ich habe noch einen Helm, da konnte ich jetzt bewerfen allerhöchstens, mehr auch nicht. Oh, Alter, Ulti, danke dir. Ulti ist cool. Ulti hat uns gerade die Kiste hingesetzt. Er hat glaube ich, so ein Kit dafür. Ja, ist okay. Es gibt irgendwie so ein Kisten. Es gibt so Kits hier und... Pass auf, ich gehe mal hoch hier vorne, ob irgendwo irgendwas ist. Ja, mach das. Ich gehe kurz hier hoch. Oh, nee, das ist... Wenn die Kisten hier so versteckt sind, wie bei Futuristic City wirklich versteckt sind, dann ist da oben, wo du jetzt bist, der Ausgang. Das heißt, wir haben hier einmal eine Kiste. Ja, ich bin schon jetzt raus. Okay, ja, da ist eine Kiste. Und dann haben wir... Ja, ich rede einfach generell für die Zuschauer. Dann haben wir hier auch noch eine Kiste. Ja. Okay, ich bin schon weiter als du, glaube ich. Okay, super. Nice. Gut, dann gehen wir jetzt einmal hier wieder runter. Durch den Mittelraum durch. Das heißt, hier hinten beim Bett ist auch noch eine Kiste. Bitte leider, ich glaube, ich bin viel zu weit als du. Ja, wo bist du denn hin? Ja. Dennis, wir müssen beieinander bleiben. Ich sag ja, du bist zu gierig, zu schnell. Das ist immer richtig schlimm. So, ich hab dich jetzt gleich wieder. Warte, wo bist du? Ich bin noch in dem Haus. Ich renne jetzt gerade hier die Treppe hoch und bin in dem nächsten Raum. Finde ich. Ich hab ein Schwein vor mir. Siehst du ein Schwein? Ich sehe kein Schwein. Ich bin im Haus. Oben? Ja, aber warte, ich komme wieder hin, weil ich bin einmal durch den Mittelraum gegangen. In der Haus? Ich bin da, wo wir vorhin waren. In dem Haus bin ich. Tja, wo bist du? Ich auch. Da oben ist Enno. Ich bin auch im Haus. Geh mal runter. Ich seh dich. Ich hab einen Namen. So, ich hab Enno getötet. Perfekt. So, Enno ist weg, das ist sehr gut. Tut mir leid, Enno, aber das muss jetzt einfach sein. Wo bist du denn, Mensch? Team. Als ob da jemand mit dir teamt. Ey, oh Dennis, ja, nicht mit ne? Mir, nicht mit mir. Ey, Junge, es ist mit dir, ne? Warum hab ich mit dir nur World of Pro angefangen? Ja, weil ich den Roto Pro brauche. Also hier ist Tetix und Matix, die Team auf jeden Fall. Die haben mich gerade geholt. Ja, das ist schön. Alter, ich bin doch ein bisschen zu schnell. Du bist nicht so schnell. Nee, ich folge dir. Ja, ich weiß, wo die Kisten sind, habe ich doch gerade gesagt. Ich sage, da ist noch eine Kiste und da. Er rennt einfach weg. Junge, du bist mir eine Flitzpiepe, bist du, ne? Eine richtige Pfeife, ey. Ja. So, na gut. Ich bin jetzt in der Mitte. Ja, das bringt mir nichts, dass du in der Mitte bist. Du bist tot. Ja, warte mal, ich geh mal kurz zu dir. Kannst du in der Mitte sein, wie du möchtest, mein Lieber. Bist du tot? Auch tot? Nee, ich lebe noch. Ich bin nicht ganz so inkompetent. Da ist ein Inkompetent. Wer ist denn Impotent? Inkompetent. Impotent, das hast du jetzt gesagt.
Ich weiß ja nicht, wie lange du aufgenommen hast, also eventuell musst du noch eine Runde ranhängen. Ich auf jeden Fall nicht, weil ich, ja, die nehm noch auf. Klar, ich nehme noch ja, auf. Ja, aber du kannst doch nicht sowas, du kannst doch, nachdem du tot bist, den Rest, dann würde ich nicht reinschneiden. Das muss er rausschneiden. Das heißt, wir nehmen gleich für dich noch eine Runde auf. Ja. Weil ich habe 15 Minuten voll, auf jeden Fall, definitiv. Ja, das könnte man so sagen. Hinter dir, guck mal hier, da, guck mal. Die Kiste, siehst die man da weiß, gerade dran. Nein, da hinten ist einer, ja. Ulti. Ist da. Mein kaputt, Junge! Schreib mir noch einfach, nackig machen oder tot. Na toll, hat's erledigt. Da. Nice. Okay, so, ich glaube, meine Tastatur hört man übelst im Video. Aber weil ich gerade da richtig drauf rumballer, aber es ist halt so, ne? Ich habe halt eine Gaming-Tastatur und die sind etwas lauter. Ja, weil leider keine mechanische Gaming-Tastatur. Ja, das ist mir relativ egal. Ich weiß nicht. Ich hab mich damit noch nie so richtig beschäftigt mit dem. Irgendwie hab ich Kakao verschluckt. So. Mhm. Warte, ich gucke mal, wer kommt. Momentan bist du safe. Definitiv. Ich hab eigentlich einen Helm. Ich brauche jetzt nur noch ein besseres Schwert. Ich habe jetzt komplett Eisenrüstung. Ich brauche jetzt nur noch ein viel besseres Schwert. Dann ist alles easy. Dann ist alles perfekt, yo. Also bist du auf jeden Fall safe. Ja, ich weiß, der nächste von mir ist 221 Blöcke von mir entfernt. Also ist ein bisschen was. Ja, die Sache ist jetzt nur, ich brauche Kisten. Ich brauche unbedingt Kisten, weil ich brauche jetzt unbedingt 60 Sekunden bis zum Deathmatch. Oh nein. Warte, da ist eine Kiste, sehe ich gerade. Wie soll ich denn da rankommen? Kann man von unten gucken? Nein. Ah, hier. Hier oben auch keine. Ein bisschen nutzen, aber irgendwie funktioniert es nicht so. Ich habe nur ein Holzschwert. Schaffst du. Ja, mit dem Holzschwert. Also eh nur Fussel, Kalolo und... Ja, ich weiß ja aber nicht, wie die ausgerüstet sind. Das ist die Sache. Weiß ich nicht, ich könnte mich hinporten. Was haben wir denn? Kalolo, der hat nicht mal eine Waffe in der Hand. Ja, das hat da nichts zu heißen. Der kann sie auch gerade nicht in der Hand haben, einfach, ne? Gut. Okay, warte mal kurz. Und der Fusellino, der hat auch nichts in der Hand. Aber Eisen-Top, kein Kopf und Lederschuhe. Oh komm, eine Kiste wenigstens noch. Ich brauche wenigstens nur ein Steinschwert. Also auf jeden Fall scheint so, als hätte der nichts in der Hand. Ich weiß nicht. Doch, der hat eine Steinaxt. Der Fusellino. Ey, holst du was kaputt, machst du die? Ich sneak mich mal kurz hier hin. Da, wenn einer kommt. Alles easy. Ich sehe ja die Namen. Zumindest einen davon. Niki. Okay, da ist der andere. Ich muss mal kurz warten, weißt du. Warte. Obwohl es eigentlich eine Scheißtaktik ist, jetzt hier wie so ein Mädchen zu hocken. Fussel kommt. Fussel ist jetzt oben in der Mitte. Fussel sneakt. Da ist ein Creeper. Fussel hat ja noch nicht gesehen. Der läuft jetzt an dir vorbei. Ist in der Mitte. Wo ist denn der andere Typ? Weiß ich nicht. Ach, der sneakt da hinten. Wir kämpfen jetzt. Bleib da. Willst du abstauben? Nee, ich warte noch ein bisschen. Ist der eine tot? Ja. Ja, ist nur noch Fussel da. Der frisst gerade einen Kuchen. Fussel ist er noch, kommt ne? Da. Der kommt jetzt raus. Der ist er und aller Akbar und so weiter und drauf jetzt. Reaper. Hast du. Weiß gar nicht übrigens, warum so viele um ihr Geburtsdatum da reinschreiben. Was für eine Mitteilungsbedürftigkeit die meisten haben. Wie alt die sind. Wenn du keiner wissen. Komm her jetzt hier. Es leckt aber auch übelste Sorte hier. Wir haben ja auch schon ein paar gehabt. Ich bin froh, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass SG jetzt vorbei ist. Weil es leckt einfach übelst heute. Nein! Huh! Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, also Skywars und so läuft gut, aber Deathmatch hier in SG läuft ein bisschen, das muss ich aber, werde ich mal ins Team weitergeben, auf jeden Fall, dass das ein bisschen laggy läuft, finde ich zumindest. Auch SG während des Kampfes leckt es so ein bisschen. Ich meine, ob das auffällt. Die Sache ist halt, ich gucke gerade die Kamera, wo die Kamera gar nicht an ist. Die Sache ist halt, ihr seht in der Aufnahme meist eine bessere Performance, weil auf 60 FPS läuft und so weiter. Das heißt, wenn es bei mir laggt, seht ihr die Lags meist selber nicht. Das ist halt natürlich positiv, dass ihr die nicht seht, aber ich sehe es halt selber und vom Kampfverhalten ist das halt wirklich ein bisschen doof. Ich meine, gut, die nächste Sache wird jetzt auf Temoja sein, und zwar 1 vs. 1.
Was? Machen wir erstmal 7 Folgen davon. Ja, das heißt, Road to Pro wird auf jeden Fall immer ganz halt weitergehen. Wir machen jetzt 7 Folgen, 1-1 und danach mal schauen. Danach dürft ihr bestimmen, was wir machen. Da wird es wahrscheinlich Bad Wars zur Auswahl geben und ein paar andere Sachen. Also da dürft ihr natürlich dann aus den Dings könnt ihr entscheiden. Ich werde dann später eine Umfrage machen, doch könnt ihr entscheiden, was wir nach 1-1 Road to Pro weitermachen sollen. Also ich würde das ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, das war's jetzt. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen. Yeah.